Willkommen zum dritten und letzten Kapitel der ersten Lektion, in dem es um zwei Modelle für unsere vier Grundaufgaben geht, das etwas bekanntere Uhrenmodell und das vielleicht etwas weniger bekannte Fächerteilchenmodell. Es ist eigentlich eher eine Ergänzung zu den Grundaufgaben, deswegen ist dieser Teil auch etwas kürzer als die vorigen beiden. Die beiden Modelle sind typische Einkleidung dafür, wie man sich so auf der Handlungsebene den Vorgang einer Auswahl von K-Elementen aus N-Elementen vorstellen kann. Beim Uhrenmodell liegen in einem Gefäß oder einer Urne fünf gleichartige, aber eben von 1 bis N durchnummerierte Kugeln. Aus diesen Kugeln werden jetzt K-Stück herausgezogen, wobei man da gewisse Zusatzannahmen über diesen Ziehungsvorgang machen muss, das kommt aber gleich noch. Beim Fächerteilchenmodell hat man K-Teilchen oder für die Informatiker K-Daten, die auf N von 1 bis N durchnummerierte Fächer oder eben Speicherplätze oder Speicheradressen verteilt werden sollen. Auch dort wieder mit bestimmten Zusatzannahmen über diesen Verteilvorgang. Manchmal hilft es, wenn man irgendein kombinatorisches Problem hat, sich zu fragen, ob und wie es zu einem dieser beiden Modelle passt, um dann leichter die Lösung zu finden. Beide Modelle sind kombinatorisch gleichwertig. Das, was in einem Modell die Kugeln darstellt, sind in einem anderen Modell dann zum Beispiel die Fächer. Wir fangen mal mit dem Urnenmodell an, das ist das bekanntere und etwas einfachere. Die übliche Lotterieziehung ist da ein ganz gutes und naheliegendes Beispiel. Da werden 6 Zahlen von 1 bis 45 in Österreich als Gewinnzahlen bestimmt. Man kann sich das so vorstellen und in der Praxis läuft das eigentlich auch so, dass man eine Urne, also ein Gefäß hat, in dem 45 Kugeln liegen, die sind von 1 bis 45 nummeriert und da werden jetzt 6 Stück herausgezogen, ohne dass man sie nach der jeweiligen Ziehung wieder zurück in die Urne gibt, also ohne zurücklegen. Und außerdem ist die Ziehungsreihenfolge letztlich egal. Es ist nur wichtig, welche Gewinnzahlen gezogen wurden, nicht in welcher Reihenfolge die gezogen wurden. Das wäre wieder ein Fall für die Binomialkoeffizienten, also es gibt 45 über 6 mögliche Ziehungen. Ein anderes Beispiel wäre der Joker, der auch am Lottoschein ist. Das ist so ein 6-stelliger Code, wo als Ziffern 0 bis 9 vorkommen dürfen. Durchaus auch mehrfach dieselbe Ziffer und es darf auch die erste Ziffer eine 0 sein. Wenn Sie das mit einer Urne machen wollten, würden Sie in die Urne 10 Kugeln geben, durchnummeriert von 0 bis 9. Und nach jeder Ziehung würden Sie die Kugel wieder zurück in das Gefäß geben. Außerdem wäre jetzt die Reihenfolge wichtig, weil ja zum Beispiel die Gewinnzahl 1, 2, 3, 4, 5, 6 eine andere Gewinnzahl ist als die Zahl 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da sind jetzt also wieder Permutationen mit Wiederholung gegeben. Es gibt 10 hoch 6 mögliche Ziehungen. Alle vier Grundaufgaben lassen sich in diesem Modell formulieren. Die Frage nach der Reihenfolge bleibt wieder die Frage nach der Reihenfolge, genauso wie in der Mengensprache im letzten Abschnitt formuliert. Die Frage nach der Mehrfachauswahl wird im Uhrenmodell zur Frage, ob man nach einer Ziehung die Kugeln wieder zurück in das Gefäß gibt. Etwas weniger gängig ist das Fächerteilchenmodell. Wir fragen uns zum Beispiel mal, wie viele Möglichkeiten es gibt, 185 Sitze an 5 Parteien zu vergeben. Wobei jetzt einzelne Parteien auch mal leer ausgehen können, also gar keine Sitze erhalten. Hier hätten wir jetzt 185 gleichwertige bzw. nicht unterscheidbare Sitze, das wären unsere Teilchen, die wir auf der Einfachheit und der politischen Neutralität halber von A bis E durchbuchstabierte Parteien, das wären in diesem Fall die Fächer, verteilen. Dabei dürfen natürlich Fächer mehrfach belegt werden. Eine Partei kann mehrere Sitze erhalten. Sonst würden wir ja mit den 185 Teilchen und den 5 Fächern ja auch gar nicht klarkommen. Das ist jetzt wieder der etwas störrische Fall mit dem n plus k minus 1 über k Möglichkeiten. Also hier 5 plus 185 minus 1 über 185. Ist im Fächerteilchenmodell sogar eigentlich anschaulicher. Es gibt halt 4 Unterteilungen zwischen den Fächern bzw. den Parteien. Das sind die Stripes. Und dann die 185 Teilchen bzw. Sitze, das sind die Stars. Nehmen wir hingegen an, Sie schauen, wer bei einem 100-Meter-Lauf von 8 Laufenden die Gold-, Silber- und Bronzemedaille bekommen kann.
Das könnte man als Simulation mit einem Fächer-Teilchen-Modell durchspielen, wo die Fächer mit 1 bis 8 für die teilnehmenden Läufer durchnummeriert sind und sie dann eine goldene, eine silberne und eine bronzene Kugel hineinwerfen. Hier wären also die Teilchen, also die Medaillen, unterscheidbar und Mehrfachbelegungen von Fächern wären aber nicht erlaubt, weil ja im selben Lauf niemand zum Beispiel gleichzeitig Gold und Silber gewinnen kann. Also hier hätten wir jetzt dieses 8 mal 7 mal 6 oder 8 Fakultät durch 8 minus 3 Fakultät für die möglichen Medaillenvergaben. Auch in diesem Modell sind alle vier Grundaufgaben formulierbar. Aber wir fragen eben jetzt nicht nach der Reihenfolge der Auswahl, sondern danach, ob die Teilchen oder die Daten, die wir in die Fächer hineingeben, voneinander unterscheidbar sind oder eben nicht. Und wir fragen nicht nach dem Zurückliegen von Kugeln im Urnenmodell, sondern nach der Mehrfachbelegung von Fächern bzw. von Speicherplätzen. Wenn man überprüfen will, ob man die Modelle gut verstanden hat, geht das insbesondere mit Übersetzungen zwischen den Modellen. Wie könnte man etwa die Lottoziehung im Fächer-Teilchen-Modell umsetzen? Nun, man würde 45 Fächer benötigen, in die man dann 6 Teilchen hereingibt, die nicht unterscheidbar sein müssen, weil jedes Teilchen gleichermaßen für eine Gewinnzahl steht. Was nicht erlaubt ist, ist, dass in eines der 45 Fächer mehr als ein Teilchen kommt, weil dann wäre ja eine Zahl bei den Gewinnzahlen doppelt. Umgekehrt kann man die Frage der Verteilung von 3 unterscheidbaren Teilchen auf 8 nummerierte Fächer ohne Mehrfachbelegung im Urnenmodell dadurch realisieren, dass man aus einer Urne mit 8 nummerierten Kugeln 3 unter Beachtung der Reihenfolge, aber ohne Zurücklegen, herauszieht. Damit ist auch schon alles zu den beiden Modellen gesagt, also auch das dritte Kapitel dieser ersten Lektion an sein Ende gelangt. Sie jagen jetzt noch einmal flott Schnitzel, lösen ein paar Aufgaben und vergessen dann bitte nicht, am Ende auch auf Ergebnis und Abgabe zu klicken, um wirklich Ihre Lösung auch zur Bewertung abzugeben. Ich sage derweil auf Wiederschauen, Servus, Baba. Wir sehen uns beim Repetitorium, bei der Übung oder ansonsten vielleicht hier bei der nächsten Lektion.